Also sie ist eigentlich, naja, ich würde nicht sagen ein normales Mädchen, weil sie halt schon, sie weiß ganz genau, wer sie ist eigentlich. Also nicht im Sinne von, dass sie Zeit reisen kann, sondern einfach, dass sie weiß, wie sie zu sich selbst steht. Sie ist halt schon, sie steht schon im Leben, aber sie ist, glaube ich, auch ein kleines bisschen unsicher, weil sie halt einfach aus einer Familie kommt, die sind sehr, naja, das ist alles sehr korrekt und sehr akkurat und sie ist eben mehr so der kleine Rebell quasi so in der Familie und versucht dann da halt auch so ihre eigenen Ziele und Wünsche so ein bisschen durchzusetzen. Und gleichzeitig ist sie aber auch so ein bisschen verletzlich und versucht das eben irgendwie zu kaschieren, indem sie halt trotz coole Sprüche klopft irgendwie. So.